Ich grüße dich ganz herzlich hier zum neuen Video auf meinem Tanzbotschafterin-Kanal, den ich in der letzten Zeit nicht ganz so regelmäßig bespielt habe, wie ich das gerne wollte. Aber Heidemarie Exner möchte so viele Dinge. Und es haben sich tatsächlich zum Jahresende auch noch das ein oder andere ergeben, weswegen ich meinen Adventskalender nicht so bespielt habe, wie ich das wollte. Und hier das ein oder andere Video am Donnerstag einfach nicht ausgestrahlt habe. Jetzt möchte ich mit dir mir ein paar Gedanken machen, wie das Jahr zu Ende geht. Und zwar ganz spezifisch für uns in der Tanzwelt, weil dieses Jahr hat uns extrem durchgewirbelt. Es hat wirklich mit uns absurde Sachen gemacht und wir waren extrem gefordert. Es gab die alle auf jeden Fall, die sich extrem angestrengt haben. Niemand lag auf der Faulen und hat gesagt, so, mich geht es alles nichts an. Aber es hat für die verschiedenen Bereiche auch unterschiedliche Konsequenzen gehabt. Und da möchte ich mit dir kurz reingehen und noch einen Blick weiten fürs Neue. So, das, was mir auffällt, ist, dass ich viele Sachen geplant habe und sie ganz anders passiert sind. Ich habe meine Tanzschule vorfristig schließen müssen. Ich hatte zwar geplant, einen neuen Weg zu gehen, mich neu auszurichten, aber nicht so abrupt und so rigoros und auch so, ja, fast schon, es war schon fast schmerzlich, einfach so von heute auf morgen niemanden mehr zu sehen. Ich hatte im Vornherein überlegt, ob ich meine Tanzschule vergrößere, denn ich hatte die Gelegenheit dazu, oder ob ich mich mit jemandem zusammenschließe. Und ich wollte mich mit einer ganz lieben Kollegin zusammenschließen, doch mit dem 16. März 2020 gab es diese Stelle für mich nicht mehr und die hatte so viel fantastischen Ausblick. Ich habe mich so mega gefreut, mit so einer großartigen Kollegin zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten noch mit wehgetan hat. Der erste Schmerz, meine Tanzschule so krass zu verlieren und sie dann auch nicht mit an die neue Tanzschule mitnehmen zu können, an der ich gerne arbeiten wollte. Und das ist dann auch noch nach wie vor der Fall. Also ich würde da super gerne arbeiten, aber ja, mein Arbeitsplatz ist ja wahrscheinlich nicht der einzige, der verloren gegangen ist. Und ich war als Freiberuflerin wieder komplett auf mich neu gestellt. Ich habe schöne Sachen begonnen und ich habe auch gemerkt, indem ich versuche, ja, wie eine Art Umschulung zu machen, jetzt mein Wissen für meine Kollegen, vielleicht auch für dich, vorzubereiten, um damit lernen zu können im Online-Kurs, mit einem E-Book oder einem Buch. Vielleicht auch ein bisschen Podcast. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Da ist echt viel Arbeit drin. Und ich durfte jetzt im Dezember den ersten Online-Fachtag für Tanzpädagogik starten mit 7 Megakollegen. Das war genial. Und es hat super viel Arbeit gemacht. Es hat wirklich eine Vorbereitungszeit gehabt, die ich knallhart durchgezogen habe. Aber auch die Nachbereitungszeit, das habe ich unterschätzt. Die war auch nochmal ordentlich. Also da war es wirklich daran, die Ärmel hochzukrempeln und dabei dann durchzugehen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und für den nächsten Online-Fachtag ist dann einfach schon viel vorbereitet, gar keine Frage. Aber ja, meine Projekte wie der Adventskalender sind dann einfach nicht so in der vollen Fülle gewesen. Aber ich glaube, manche Sachen darf ich mir auch ein bisschen mehr durchdenken oder planen oder Zeit nehmen. Denn das werde ich immer wieder gefragt, Heidemarie, wie machst du das eigentlich? Wo nimmst du die Zeit her? Wie genau planst du dich? Und ich kann dir nur sagen, ich plane sehr viel, manchmal tatsächlich zu viel. Das ist einfach noch so ein Tanzschulinhaberin-Ding drin. Ich habe einfach sehr viele Sachen im Blick als Tanzschulinhaberin und will auch allen Bereichen gerecht werden. Und das wollte ich jetzt genauso. Und da habe ich erst gestern für mich gemerkt, Heidemarie, das Jahr ist zu Ende. Jetzt ist Weihnachten. Eine Woche später ist Silvester, dann ist es gelaufen und du darfst zumachen. Du darfst dir gestatten, das Jahr zu beenden und mal durchzuatmen, Rückschau zu halten und zu sagen, Heidemarie, was du gemacht hast, das war echt viel. Und wie ich das viele schaffe, ist, ich plane schon sehr genau. Ich lasse mir immer einen gewissen Spielraum, weil ich einfach so ein kreativer Kopf bin, dass auch mal etwas sich verschiebt. Ja, Podcast-Folgen kommen bei mir vielleicht nicht immer exakt Dienstag und Freitag, 22 Uhr, das ist einfach so. Aber es ist auch keiner böse mir, wenn ich das nicht so bringe. Ja? Jeder freut sich aber, wenn es eine Folge gibt. Und so ist es einfach auch gedacht, dass es dann auch freut, wenn es da ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da noch ein bisschen freier mache und gar nicht mehr dieses Datum festlege. Aber ich arbeite sehr, sehr viel spät.
Ich bin tagsüber für meinen Kleinen da und fange so meistens 18 Uhr, wenn mein Mann da ist, mit meiner Arbeit an. Und das geht dann ungefähr bis 2 Uhr, na 3 Uhr nachts. Und wenn ich dann doch mal einen Nachmittag habe, dann kann ich schon 15 Uhr anfangen. Zum Beispiel den Podcast. Die Interviews, die mache ich immer montags und dann auch meistens 3, 4 hintereinander weg. Und ich liebe den Podcast. Der ist für mich wirklich ein Ort des Netzwerkens, des Kennenlernens neuer Themenfelder. Ich bin, was das angeht, wirklich auch so ein Teil Scanner-Persönlichkeit, die an vielen verschiedenen Themen Freude hat. Und doch ist die andere Hälfte von mir immer sehr konzentriert auf die allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterricht. Und genau da will ich selber persönlich meine fachliche Expertise noch mehr nähren, noch mehr stärken und dir auch fachliche Sachen mehr bringen. Das ist mir extrem wichtig, habe ich gemerkt, bei den ganzen anderen Sachen, die sich auch ergeben. Und ich habe viele Fachartikel zum Beispiel dieses Jahr geschrieben ab Sommer und habe da schon eine Vorarbeit geleistet fürs Buch. Aber es ist noch nicht genügend sichtbar. Ja, ich bin die Tanzlehrerin mit dem Podcast, aber ich möchte natürlich, dass du noch mehr Sichtbares bekommst von mir, auch als Ausbilderin für die allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterricht. Ich habe mich auf Neurodidaktik spezialisiert und es ist so, so spannend. Und da werde ich selber, ich habe hier einen ganzen Batzen voll hammermäßiger Bücher, was da alles auf mich noch zukommt, werde ich alles ergründen. Und ja, ich bin eine Schnellleserin. Ich zeige dir mal so ein paar Sachen, die ich aufgetan habe. Ich bin eine Schnellleserin, aber ich bin auch niemand, der jetzt Sachen im Handumdrehen gelesen hat. Also ich schaffe jetzt auch nicht ein Buch am Tag, jedenfalls nicht mit Kind. Ich bin auch keine Superfrau. Ja, ich bin sehr ehrgeizig. Das ist auf jeden Fall der Fall so. Und das ist, glaube ich, für all diejenigen, die ähnlich wie ich sind und sagen, das und das und das ist der Plan, das will ich erreichen. Also muss ich irgendwann anfangen und eine Initialzündung setzen, damit dann was passieren kann, damit was losgeht. Damit schließe ich mein Jahr und werde jetzt in die Rauhnächte gehen. Mit denen geht es mir besonders gut, weil da ich für mich reflektieren kann, zumachen kann und mich auch als Frau sehr mit der Ahnenwelt verbunden fühle. Deswegen geht es dann hier auf dem Kanal auf jeden Fall im neuen Jahr weiter. Bis zum 6. Januar mache ich noch ein bisschen Pause. Dann sind die drei heiligen Könige gewesen und du wirst wieder was von mir hören. Ich freue mich sehr, wenn du auch für dich dieses Jahr zumachen kannst. Lass nichts offen. Mach einfach zu und sag, okay, ich hätte vielleicht noch das und das machen wollen, aber was bringt es denn? Ja, es lässt uns ja nur quasi das Gefühl, eine Schuld im alten Jahr noch offen zu haben. Und das ist nicht schön. Vor allem, wir Selbstständige stecken unsere Ziele uns selber und dann schließ es einfach ab. Mache aus 10 Sachen nur noch eine, biete die noch an und dann ist es wirklich Zeit daran, uns das zu geben, was wir die ganze Zeit anderen gegeben haben. Das ist eine echt schöne Aufgabe, die für uns fast noch mehr Herausforderung bedeutet als der ganze Stress vorher, den wir gemacht haben. Also alles hat seine Zeit. Auch dieses Jahr hatte seine Zeit. Alles Gute, deine Tanzbotschafterin.